Bochum, ein Mann, 28, ist tot, einen Tatverdächtigen, 19, führt die Polizei ab. Das Ende eines brutalen Streits. Am Dienstagabend gegen 23 Uhr ging der Notruf bei der Bochumer Polizei ein. In einer Wohnung in der Paulstraße gebe es eine Auseinandersetzung. Im biederen Mehrfamilienhaus fanden die Beamten den 28-Jährigen schwerst verletzt. Polizisten und ein Notarzt versuchten noch, den Mann zu reanimieren, doch er starb. Nach Bildinformationen war dem Opfer mit einem Messer in den Rücken gestochen worden. Die Ermittler gehen laut Mitteilung von vorausgegangenen Kampfhandlungen aus. Ein junger Mann, 19, der sich auch in der Wohnung aufhielt, wurde vorläufig festgenommen. Er wird derzeit von der Kriminalpolizei vernommen. Der Tote wird am Mittag in der Rechtsmedizin obduziert. Das Polizeipräsidium Bochum ermittelt mit einer Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Volker Kraft. Erste Ermittlungsergebnisse will die Staatsanwaltschaft voraussichtlich am Nachmittag mitteilen. Just tell me if I'm fine.